Hallo, ich bin Julia Hahnle und ich lese heute für Move 36 aus meinem Buch Zwei fürs Leben. Wer möglichst unbemerkt auf einer deutschen Intensivstation sterben will, sollte es gegen 14 Uhr versuchen. Immer um diese Zeit treffen die Schwestern und Pfleger der Frühschicht auf die der Nachtschicht, sitzen für ein paar Minuten zusammen, reden und lachen, trinken eine Tasse Kaffee und genießen die Ruhe vor und nach dem Sturm. Ihr Gelächter dringt dann bis ins Zimmer nebenan. Und an manchen Tagen kann man zwischen piepsenden Monitoren und Maschinen sogar ganze Gespräche belauschen. Zumindest bilde ich mir ein, dass es so war. Die Gelegenheit, mich um 14 Uhr klammheimlich aus dem Leben zu stehlen, habe ich verpasst. Nach 13 Tagen und 7 Stunden auf der Intensivstation habe ich meinen Dornröschenschlaf beendet und die Augen geöffnet. Hannes hat mir erzählt, dass ich als erstes wissen wollte, ob wir die Europameisterschaft gewonnen haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, traue mir so eine Frage aber durchaus zu. Wir haben sie nicht gewonnen. Doch im Koma ist es auch nicht anders als sonst. Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Bei mir ist also gerade Eiseskälte angesagt. Die vergangenen 2 Wochen gleichen einem großen schwarzen Loch. Meine letzte Erinnerung ist ein Song von Bruce Springsteen, der im Radio lief, als ich an jenem Tag im Bar stand. Und ich finde es nicht gerecht, dass ausgerechnet so etwas Banales das Letzte ist, was sich mir eingeprägt hat. Jetzt kalt jedes Mal, wenn mich die Ärzte nach meiner Erinnerung fragen, Dancing in the Dark in einer Endlosschleife durch meinen Kopf, während Bruce Springsteen in engen Jeans und zerrissener Lederjacke vor meinen Augen das Mikro schwingt. I check my look in the mirror, I wanna change my clothes, my hair, my face. In den Spiegel habe ich heute noch nicht gesehen, aber gestern. Und das, was ich gesehen habe, hat mir gereicht. Ich habe selten so beschissen ausgesehen, nicht mal in den 90ern. Mein halber Kopf steckt in einem Turban aus weißen Binden, der Rest in einer Halskrause à la Queen Elizabeth. Und über meiner rechten Augenbraue zieht sich die Naht einer Schnittwunde, die mich nie vergessen lassen wird, was am 27. Juni um 18.51 Uhr passiert ist. Und die auch in 10 Jahren leider niemand als interessant bezeichnen wird. Andere tragen Erinnerungen im Herzen, ich auf meiner Stirn. Denkst du immer so viel? Du schon wieder. Ich würde dich ja zu gerne in diesem Turban sehen. Danke fürs Lauschen. Wie lange hörst du schon zu? Nicht mal eine Minute. Das gibt Anlass zur Hoffnung, dass du bald wieder weg bist. Glaub mir, Anni, ich hoffe das auch. Kannst du das nicht einfach bleiben lassen? Würde ich ja gern, aber ich kann deine Stimme leider nicht ausblenden. Das hatten wir doch schon. Hör doch einfach weg. Geht nicht. Du denkst so laut. Die Gedanken sind frei. Von mir aus, aber müssen sie auch laut sein? Puh, Menschen ohne Bildung tun mir echt leid. Kann man sich selbst leid tun? Haha, wie komisch. Und, hast du mit deinem Doc gesprochen? Du redest ja, als würdest du ihn kennen. Hast du? Fang dich schon wieder damit an. Anni. Seit wann nennst du mich so? Seit ich weiß, dass du so heißt? Du klingst wie meine Mutter, wenn sie meine vernachlässigten Zimmerpflanzen sieht. Wenn Klein Anni nicht gegossen hat? Klein Anni ist größer, als du denkst. Als was? Dass Klein Anni das Gegenteil von klein ist. Also Groß Anni. Wenn du nervst und deine 2 Minuten sind auch schon vorbei. Meine 2 Minuten? Soll ich jetzt dankbar sein, dass ich sie mit dir teilen darf? Das ist mir sowas von egal. Ich will nur endlich wieder meine Ruhe und 2 Minuten länger ertrage ich dich nicht. Doch, gestern waren es 3 Minuten und ich glaube, das steigert sich. Lässt deine Stoppuhr mitlaufen? Haha, ich ertrag das nicht. Mein Kopf tut auch schon ganz weh. Dann sprich endlich mit deinem Arzt. Der weiß, dass mein Kopf weh tut, sonst würde ich ja wohl kaum seit Wochen hier liegen. Du weißt, was ich meine. Sag ihm doch einfach, dass du etwas in deinem Kopf hörst, was da nicht hingehört und du Sorgen machst. Stimmen zu hören, kommt aber nicht so gut bei Ärzten, wenn man entlassen werden will, weißt du? Du hörst doch nur eine Stimme. Und ich habe genauso wenig Lust, weiterhin in deinem Kopf herumzuspazieren, das kannst du mir glauben. Dann rede du doch mit deinem Arzt. Ständig geht es hier nur um mich, dabei sitzen wir im selben Boot. Das kann ich nicht.
Du hörst ja mich, nicht andersherum. Aber du spazierst in meinem Kopf. Ich finde aber, dass deine Geschichte plausibler klingt. Ich habe eine Stimme in meinem Kopf. Plausibel ist was anderes. Ja, aber du hattest einen Unfall und einen Schädel-Hirntrauma, da kannst du was mal verrückt spielen. Die Antwort ist nein. Ich werde meinem Arzt nicht sagen, dass ich die Stimme eines Wildfremden höre und mich mit ihm unterhalte. Das glaubt mir kein Mensch. Die Geschichte klingt viel zu verrückt. Die werden mich hier behalten. Noch schlimmer, die schicken mich zum Psychologen. Vielleicht gehörst du da ja hin. Du bist echt ein Arschbell. Hat es dir jetzt die Sprache verschlagen? Ben? Ben, bist du noch da? Leckeres Essen, angenehme Gesellschaft und funky Live-Musik. Das erwartete die Besucher beim Picknick in der Löherstraße.